Guten Abend, Leute. Wie geht's euch, ne? Wir haben Nachrichten für Prinz Sidon. So. Jo, Mann. Oh, Link, sag, gibt's was Neues bei der Suche nach Prinzessin Zelda? Ja, du wirst es nicht glauben, Mann. Was? Mein geliebter Vater wurde von einer Kreatur der Finsternis verletzt. Und Prinzessin Zelda soll sie auf ihn gehetzt haben. Es fällt mir schwer, das zu glauben. Doch trotz allem können wir fürs Erste nur Vaters Worten glauben und uns nicht in Verzweiflung hingeben. Ja, ich weiß, ich denke immer voraus und lese dann das Falsche. Das ist aber bei mir Standard. Aber lesen kann ich schon. Link, ich danke dir von Herzen, dass du meinen Vater gefunden hast. Prinzessin Zelda, die vom Himmel steigt, das Monster und dieser furchtbare Schlamm, alle Spuren führen nach oben. Und das auf der Steintafel erwähnte Symbol des Königs steht also für die Schuppen meines Vaters. Doch was das Land des Himmelsfisches und dieser Tropfen inmitten schwebender Felsen sind, bleibt komisch, ja. Stell dich auf das Land des Himmels, das klingt ja, als wäre damit ein bestimmter Ort gemeint. Ach nein! Wenn wir dieses Land des Himmelsfisches erst einmal gefunden haben, wird sicher auch die Suche mit dem Sache mit dem Tropfen klar. Solltest du irgendwelche Hinweise finden, gib mir einfach Bescheid. Ich kann mir denken, was damit gemeint ist. Das da oben ist sicher Land des Himmelsfisches und was das betrifft, der Tropfen mitten der Steine ist mit Sicherheit das hier. Komm schon, Link, gib Gummi. Es hat jetzt natürlich Vorteile, dass wir schon... Fliegt mir da jetzt eh nichts auf die Rübe? Nö. Oh, Backe. Ich sollte vielleicht auch die Rüstung anziehen, wenn ich das machen will. So, inmitten fliegender Steine, Insel des Schuppentanzes. Da sind wir aber sicher richtig. Hier muss doch irgendwas Brauchbares zu finden sein. 2000 Jahre später. Aha. Komm, geh weg. Okay, hier ist nur eine Truhe. Mit dem Sora-Helm. Aber trotzdem, Mann, wo ist denn jetzt? Mann, was soll denn der Scheiß? Um Gottes Willen. Oh Gott, muss ich den seine Schuppen finden? Möchte ich nicht wissen, wo die sind, Alter. Nee, nee, nee. Das war's! Ist jetzt nicht... maßlos schwer zu finden. Aber auf die Idee, na, du suchst ja zuerst nach einem Stein, der aussieht wie ein Tropfen. Und ich habe dann noch bemerkt, dass die irgendwie komisch aussehen.
Also entschuldigt, falls ich das jetzt gecuttet habe, aber man muss sich da noch richtig hinstellen. Es ist schon richtig. Ah, und man sieht es auch richtig. So, wie geht der Text jetzt weiter? Okay, ich muss zuerst mit Sidon reden. Oh, die streiten. Oder macht er... Na gut, einen Heiratsantrag hat er schon gemacht. Jona, was bringt dich hierher? Ich möchte etwas mit dir besprechen, Sidon. Dann weißt du, ich habe lange darüber nachgedacht. Oh. Link. Link. Wie steht's? Hast du was herausfinden können? Ja, wir müssen nach oben. Du hast das Rätsel auf der antiken Steintafel gelöst, woraufhin eine Säule aus dem Licht erschienen ist. Wenn es stimmt, was auf der Tafel geschrieben steht, sollte sich an der Säule ein Weg in den Himmel öffnen. Gut gemacht, das sind geile Neuigkeiten. Hör mal, Sidon. Ich finde, du solltest mitgehen, wenn Link sich die Lichtsäule ansieht. Deine Pflichten hier sind wichtig, aber sie dürfen dich nicht einschränken. Wenn ihr beide zusammenarbeitet, du und Link, werden wir ganz sicher auch diese Krise überstehen. Ich meine ja schon, aber was denn? Du musst wissen. Schlammraubschleim. Beschmutzer von Mifas Städte. Ein schlammbedecktes Monster. Ob das. Kann das vielleicht das gleiche Monster des Vaters angegriffen? Sidon, überlass die Kreatur des Wassers uns. Das bekommen wir schon hin, zumindest für eine Weile. Du hast recht. Ich vertraue dir voll und ganz. Link, bitte zieh noch einmal an meiner Seite in die Schlacht. Dieses Monster hüllt sich in Schlamm, um sich zu schützen. Ein gefährlicher Gegner, ganz klar. Doch halte auch schon nach einer Blöße. Und sag dann Bescheid. Ich kann dich mit Wasser umhüllen und so vor einem Angriff schützen. Wenn du dann deine Waffe schwingst, müsstest du das Wasser nach vorne schleudern können. Ja, Sidons Macht. Es ist nicht wirklich schwer. Das muss man auch dazu sagen. Wenn wir nicht näher rankommen, haben wir keine Chance. Nimm dich in Acht. So. Das Vieh ist nicht besonders stark, was ich weiß. Los geht's. Perfekt. Ja, also diese Raubschleimart ist nicht besonders... Atem nehmen. Ja. Ja, Link, wir haben es geschafft. Seid ihr alle unverletzt? Nichts passiert. Ja, uns geht's gut. Oh, was für ein Glück. Wenn wir etwas zugestoßen wäre. Jona, ich weiß nicht, was ich getan hätte. Wer weiß, ob noch weitere Monster auftauchen. Du solltest zur Sicherheit ins Dorf zurückkehren. Diese Rücksicht ist ja nett von dir, aber denk nochmal dran, was Link eben erzählt hat.
diese Lichtsäule, die im Stausee erschienen ist. Das könnte der Schlüssel sein. Vielleicht verrät sie uns den Ursprung des vom Himmel fallenden Schlamms. Oder führt uns sogar zu Prinzessin Essencellas Spur. Du solltest uns die Arbeit hier überlassen und dich der Lichtsäule widmen. Oh. Jetzt zieh dann, beweg deinen Arsch, Mann! Je länger du hier rumquatscht. Ja, genau, gib ihm Zunder, Mann! Ich kümmere mich hier um alles. Junge, wir haben keine Zeit für deine Love Story. Hier, beweg deinen Hintern. Flott! Na geht doch, komm schon, Mann. Jetzt gib endlich Gas. Das ist wieder der gute alte Sidon. Er wirft sich immer noch vor, dass er damals seine geliebte Schwester nicht beschützen konnte. Und nun war es... Und nun war es Sorge um mich, die seinen Tatkraft gelähmt hat. Aber jetzt scheint er darüber hinweg zu sein. So gefällt er mir bedeutend besser. Link, bitte pass auf Sidon auf. Okay, der Satz war ein bisschen... Also hat so komisch begonnen. Wie gesagt, ich lese auch immer ein bisschen voraus. Ja, leider ist meine Leunenwaffe zerbröselt. Das ist natürlich blöd, aber was soll ich machen? Ja. Es ist, glaube ich, nicht so schlau, wenn wir einen unbehandelten Königszweihänder mit uns rumtragen. Als Hauptwaffe. Dann nehme ich doch lieber was Fusioniertes. So, wo ist jetzt dieser blöde Stausee? Der ist dort. Sidon müsste hier sein, ne? Wo ist er? Muss ich jetzt wirklich dorthin fahren? Warte mal, falscher Film. Das ist ein Landboot. Ich brauche das Schiff. Warum wird das jetzt nicht genommen? Ach, was weiß ich. Gib her. Hauptsache, wir kommen voran. Ich muss aber ehrlich sagen, wie erstaunlich wendig das Ding ist im Vergleich. So, ist jetzt Sidon hier? Ja. Tatsache, er ist hier. Oh, schade. So. So, Kollege, ich bin jetzt gleich oben. Du hättest ruhig auch eine Treppe oder eine Leiter runterschmeißen können. Arsch. Oh. So, also gelingt es uns, in den Himmel emporzusteigen.
Was war das? Naja. Ach, nicht wichtig. Keine Zeit, jedem Gespenst nachzugehen. Wir sollten erstmal ergründen, woher dieses Licht kommt. Oh, ich habe eine Idee. Er erzeugt dann einen Strudel? Klospülung! Aber wie schnell er ist! Ich hatte absolut recht! Unten am Boden ist ein Eingang zu sehen! Ich bahne dir den Weg! Rein mit dir, Link! Vor allem, wie er den Befehl gibt, rein mit dir! So, dann spülen wir uns mal runter. Und das, Leute, ziehen wir uns im nächsten Part hinein.